Neues Video. Es ist eine Maschine angekommen. Ich werde sie mit euch auspacken. Let's go. Moment. Das ist ein Breitbandschleifer. Der ist neu. Das ist ein kleiner Breitbandschleifer, aber trotzdem ein ziemlich cooler Breitbandschleifer. Und ich bin nicht der Erste, der das Teil vorgestellt hat. Die ersten Jungs, die beiden Jungs, die diese Maschine vorgestellt haben, waren die beiden Jungs von Hobbymaschine. Die machen seit, ich glaube, 2 Jahren keine Videos mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber deren Video habe ich mir bestimmt 6, 7, 8 Mal angeschaut. Deswegen danke, Jungs, für euer Video. Zu Breitbandschleifern gibt es nicht viele Videos, denn ich habe alle gesehen, die es gibt. Es gibt auch Breitbandschleifer mit zwei Schleifaggregaten und mit einer Hobelwelle vorne dran. Das haben aber eher die Amis und das Ding hat dann, glaube ich, bald 100 kW. Das ist ein bisschen zu groß für hier, aber den ich gekauft habe, der ist ideal für hier. Ich zeige ihn euch. Ich mache mal Platz und ich mache das Licht an, damit ihr auch was seht. Oh, schon wieder Rechnung. Das ist das Teil. Das ist ein Breitbandschleifer. Ich würde sagen, wir packen ihn mal aus. Dann warten wir auf den Philipp, der klemmt mir das Teil nämlich an. Und dann will ich so schnell wie möglich was damit schleifen, um zu sehen, ob das überhaupt funktioniert, was ich vorhabe. Das konnte mir nämlich niemand sagen. Beziehungsweise ich habe gar nicht gefragt. Das sind so ganz seltene Momente. Das sind richtig seltene Momente, wenn man eine Maschine, die neu eingepackt ist, auspackt. Das ist viel geiler als Neuwagen. Alter, ist die wunderschön, die Maschine. Die ist ja ein Träumchen. Ah. Wie hebt man das Ding da runter? Wow, ganz schön gruselig. So, folgende Situation, das ist ein bisschen doof, die hochzuheben, weil die hat keine richtige Punkte, wo man hochheben kann. Beziehungsweise die sind so klein, dass ich sie nicht nutzen kann. Oh, das da ist gefährlich. Das da ist richtig gefährlich. Ich hasse das. Jetzt muss ich schon wieder. Arr. Geile Sache. Ein Tag später. Ich habe das Ganze gestern mal so ein bisschen ausprobiert, weil ich bin eher so der Fan davon, dass ich mal so ein bisschen schaue, wie funktioniert es und wo gibt es was, wo man drauf achten kann, dass ich das euch halt auch eben im Video sagen kann. Schreibt es doch bitte mal in die Kommentare, gefallen euch Themen besser oder Videos besser, wo man komplett live mitgenommen wird, wo es dann teilweise halt auch eben rausgezogen wird oder dass man so ein bisschen Zeit erstmal sich selbst mit beschäftigt, damit man es auch komplett zeigen kann. Ich habe die Maschine jetzt schon relativ gut verstanden. Eine Sache ist mir aufgefallen, wo ich noch nicht so ganz durchblicke, sage ich euch gleich. Ich glaube, das ist so nicht im Sinne des Erfinders, beziehungsweise ich bin wahrscheinlich noch so der Fehler in dem System. Aber als erstes werden wir mal hier diese Teile noch montieren, denn wir haben eine Seitenverbreiterung, um halt breite Teile zu schleifen und einen Heckauszug. Diese Teile hier sind auch übrigens relativ praktisch, wenn man die Maschine mal anheben möchte, denn die wiegt nur 213 Kilo, glaube ich. Das bedeutet, man kann die easy peasy von der einen Seite mal anwipfen, wenn man da halt eben was unterlegen möchte. Also, da kommt jetzt aber als erstes mal der Seitenträger dran. Das bedeutet, wir können jetzt werkzeuglos einmal hier diesen Tisch ausziehen, gerade wenn wir längere Teile schleifen. Und wir können auch hier diese Seitenführung ausziehen, falls wir mal etwas breiteres durchführen. Also Leute, als erstes mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Das ist eine Breitbandschleifmaschine von der Firma Holzprofi. Die habe ich tatsächlich fast regulär gekauft, habe aber einen Rabatt bekommen, weil man sie halt eben auch hier in den Videos sieht und ich da auch langzeitmäßig so ein paar Videos drüber machen werde, weil man sie zwangsläufig in der Firma oder in den Videos halt auch eben sehen wird. Ist das die letzte Breitbandschleifmaschine in meinem Leben? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, weil das Leben ist ganz schön lang, zum Glück. Warum habe ich mir die Breitbandschleifmaschine gekauft? Das ist relativ simpel. Es gibt natürlich gebrauchte Breitbandschleifmaschinen auf eBay Kleinanzeigen. Das Problem ist hier bei den Maschinen aber oftmals einmal das Gewicht, die Zuleitung und was war das letzte? Genau, die Entfernung. Denn alles, was so 2 Tonnen wiegt, kann ich relativ gut transportieren. Da habe ich meinen Kompagnon, den Philipp, mit dem habe ich auch den Stapler abgeholt. Das Problem ist dann aber das nächste, man muss nochmal eine eigene Zuleitung legen, weil die oftmals 17, 18, 19 kW haben. Das ist schon gar nicht mal so viel. Oftmals haben Breitbandschleifmaschinen viel mehr.
Das heißt, der Vorteil, der riesige Vorteil bei diesem Breitbandschleifer hier, weswegen ich den jetzt auch gekauft habe, war tatsächlich, ich kann den hinstellen, kann benutzen. Dann kann ich lieber damit jetzt hoffentlich ein paar Taler verdienen, was Stirnholzschneidebretter angeht, das Thema läuft ja noch, und muss mir halt eben jetzt erstmal keine Gedanken machen um eine Zuleitung, weil wenn ein Breitbandschleifer 5.000 Euro kostet, kostet er wahrscheinlich am Schluss 6.000, weil man eine Zuleitung legen muss, irgendwas geht kaputt, der Transport und so weiter und so fort. Der nächste Punkt ist halt auch eben, dass dieser Breitbandschleifer mit seinen 45 cm Schleifbreite, das bedeutet, hier so ein Schleifband ist in der Lage, 45 cm breit zu schleifen. Damit kann ich die ganzen Projekte realisieren, die ich damit halt eben realisieren möchte. Das ist halt eben so ein bisschen das Thema. Wir haben 45 cm Schleifbreite. Dadurch, dass diese Maschine auf der einen Seite aber offen gestaltet ist, und man sieht ja auch schon direkt durch diese Bankverbreiterung hier, ist sie aber gemacht, dass man auch breitere Paneelen schleift. Oder wenn man zum Beispiel ein Rahmengestell bauen möchte, was von der Türe ist zum Beispiel, und wir die Kanteln schleifen möchten, dann können wir die hier separat durchführen und können sie links rausschauen lassen. Das ist gerade für kleinere Werkstätten ist das schön. Ich habe schon das Thema Zuleitung angesprochen. Die Maschine hier müsste 2,2 kW haben. Das ist mal das, was ich auf dem Typenschild gelesen habe. Auf der Firma holzprofi.com. Und habe aber bei den Jungs von Hobbymaschine einmal gehört, dass er 3 kW hat. Aber schlag mich tot, schaut dann selber nach, wenn es euch interessiert. Das ist eine schön kompakte Maschine. Wir haben ein oszillierendes Band. Wir haben einen stufenlosen Vorschub, also ein Band, was unser Material durchfördert. Da wird das Ganze nämlich nicht mit Andrückwalzen von oben nach vorne befördert. Die hat Andrückwalzen, aber die Vorschubgeschwindigkeit, die Vorschubbewegung wird mit diesem Band hier realisiert. Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, meinen Langbandschleifer zu verkaufen, mit dem Geld quasi einen großen Breitbandschleifer zu kaufen. Aber ich habe mir gedacht, dafür, dass ich die Maschinen direkt einsetzen kann und immer noch die Flexibilität habe, eine zum Beispiel 100 Kilogramm schwere Tischplatte hier drauf zu schleifen, ist das jetzt für mich so die ideale Kombination. Denn tatsächlich möchte ich mit diesem Breitbandschleifer größtenteils Stirnholzschneidebretter schleifen. Das ist gerade, weil es Stirnholz ist, einfacher mit dem Breitbandschleifer als mit dem Langbandschleifer. Normale Längsholzschneidebretter kann man auf jeden Fall gut mit dem Langbandschleifer schleifen, aber Stirnholzschneidebretter sind sehr ermüdend zu schleifen. Da habe ich einige drauf gemacht, das Schleifbild wird auch gut. Mit dem Breitbandschleifer geht es aber schneller, in einer besseren Zeit. Und ich muss dann natürlich auch ein bisschen schauen, dass die Zeit passt und ich halt eben nicht eine Stunde an einem Schneidebrett schleife. Und was noch ein wichtiger Faktor ist bei einem Breitbandschleifer, ist die Absauganlage. Ich habe derzeit auch die Holzprofi-Absauganlage hier in der Schreinerei im Einsatz. Hätte ich mir jetzt einen großen Breitbandschleifer gekauft, hätte ich den auch nicht benutzen können, weil die Absauganlage nicht stark genug gewesen wäre. Bei sehr, sehr alten Breitbandschleifmaschinen sind sogar sehr starke Absauganlagen oftmals nicht so viel zu stark, weil die halt eben nicht so gut geformt sind. Das spricht in dem Fall wieder hier für die Maschinen, denn die können dann mit einer normalen Absauganlage wunderbar betreiben, wenn sie jetzt halt eben nicht ein Staubsaugerrohr als Zuleitung hat, denn wir haben hier nur einen 100er Anschluss. Ich habe jetzt schon einiges geschliffen, gerade ein paar Stirnholzschneidebretter, und die Holzprofi-Absauganlage, so wie ich es euch auf diesem Kanal hier mal vorgestellt habe, die packt das wunderbar. Woran liegt das? Ich werde es euch im Innenleben zeigen. Wir öffnen hier die Seite und da sehen wir, dass wir hier einen Absaugtrichter haben. Den sehe ich auch selbst nicht so gut, deswegen kann ich den euch auch nicht so gut zeigen. Aber der verursacht halt eben, dass der Staub direkt hier vorne, wo er entsteht, auch abgesaugt wird. Also hier unten ist ein kleiner Schuh, der befördert bzw. der leitet den Absaugstaub, den Staub, der leitet den direkt weiter. Das Ganze ist wunderbar gefertigt. Ich habe schon ein bisschen was mit geschliffen. Die Staubentwicklung hier drin ist auch mehr als okay. Ich habe hier nämlich schon einiges geschliffen. Wie sieht es denn mit der Bedienung aus? Wir haben hier oben einmal den Startknopf. Jetzt läuft das Band. Das ist gerade ganz gut, denn ihr hört jetzt noch oben den Exzenter. Wir sind jetzt nämlich mit dem Schleifband einmal auf den Anschlag gefahren. Und wenn ich die Maschine jetzt ausschalte, läuft das halt eben weiter. Wie kann man das jetzt beheben? Man lässt das Band noch mal ein bisschen weiterlaufen, dass dieser Endschalter nicht betätigt wird. Ich weiß nicht, ob das so im Sinne des Erfinders ist. So funktioniert es ja auch wunderbar. Wir haben hier unten den Drehregler für das Band. Und ihr seht schon, dass ich das auf voller Geschwindigkeit habe. Wir können das jetzt einschalten, können die Geschwindigkeit runterregeln. Generell müsst ihr wissen, dass ich mich mit vielen Schreinern immer auseinandersetze. Und da war auf einer Hochzeit, wo ich mit dem Philipp die Tische fürs Luana und den Philipp gebaut habe, ganz kompliziert. Da war ein Schreinermeister, der Florian, mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten, dass das im zweiten Gang wunderbar funktioniert hat, das ganze Eichenholz durch die Dichte durchzufeuern. Er meinte dann,
dass das auch teilweise besser ist, denn bei den verschiedenen Geschwindigkeiten, wenn man einen langsameren Vorschub hat, dann dreht sich auch die Welle nicht anders. Bei einem schnellen Vorschub dreht sich die Welle auch nicht anders. Und das kann oftmals ein Vorteil sein, weil halt eben dann weniger Wärme im Messer entsteht, weil das halt eben nicht so langsam das Material weghobelt. Wird das Material schnell weggehobelt, ist das Messer nur kurz im Eingriff, hobelt natürlich ein bisschen mehr Material weg, das ist aber kein Problem. Und nach dem Vorsatz habe ich das jetzt auch hier am Breitbandschleifer mal ausprobiert. Bedeutet, das Schleifband arbeitet nicht so lange an der gleichen Stelle, schleift schneller über die Oberfläche und es ist tatsächlich weniger Wärme entstanden. Und gerade bei den Stirnholzschneidebrettern ist das wichtig. Ich fahre so jetzt mit der Maschine relativ gut, habe ja aber auch noch nicht so viel geschliffen. Wobei Stirnholz eh relativ anspruchsvoll ist. Man muss vielleicht bedenken, dass wenn man einen schnellen Vorschub wählt, dass dann vielleicht eben nicht so oft zehntelgenau das Material runtergeschliffen wird. Aber da kommen wir zum nächsten Punkt. Wie stelle ich die Höhe an diesem Breitbandschleifer ein? Relativ simpel, ich messe mit der Schieblehre, für diejenigen, die es nicht gerne hören, ich messe mit dem Messschieber, messe ich das Holz einmal auf die Dicke und wenn ich 30,3 mm zum Beispiel habe, dann stelle ich die Maschine meistens auf, je nach Holz, wenn wir ein bisschen Variation haben, dann stelle ich die Maschine erst auf 30,3 mm. Kommen dann später 30,3 mm raus? Bei mir zumindest mal nicht. Also ich will damit sagen, wenn ich 30 mm einstelle und das Material hatte vorher 30,2, dann sind hinten nicht 30 mm auf dem Zehntel genau. Ich will damit aber jetzt nicht zu arg reinkrechen, weil ich kann mir vorstellen, dass man hinten die Anzeige auch einfach noch auf ein Zehntel genauer einstellen kann. Brauche es aber eigentlich nicht. Ich habe so bei den verschiedenen Körnungen immer so 3-4 Zehntel zugestellt. Das hat wunderbar funktioniert. Weil ich jetzt noch am Anfang stehe und die Maschine noch nicht so krass viel benutzt habe, wie zum Beispiel meine dicken Hobelmaschinen, da weiß ich, was halt eben abgeht, wenn sie mal spinnt, da weiß ich mittlerweile, wo ich dann rumschrauben muss. Bei der Maschine habe ich dann einfach nach 3 Zehntel Zustellung, nach 4 Zehntel Zustellung das Stirnholzschneidebrett sowieso nochmal gedreht. Das soll man da sowieso machen, damit halt eben die Wärme gleichzeitig entsteht und das Schneidebrett halt eben sich nicht beugt. Das sind alles die ersten Dinge, die ich jetzt mit der Maschine herausgefunden habe. Wie gesagt, ich rede die nicht schlecht. Ich finde die wirklich geil. Also das ist wirklich ein geiles Konzept, vor allen Dingen in der Größe. Das Thema Stirnholz interessiert bestimmt einige. Das werde ich in einem separaten Video etwas genauer ansprechen, denn ich habe hier sowieso ein paar Stirnholzrohlinge gerade vorbereitet. Das bedeutet, die werden wir in einem separaten Video mal schleifen. Und dann schauen wir uns in Ruhe mal an, wie so das Schleifergebnis funktioniert. Aber ich werde euch trotzdem jetzt einmal zeigen, wie Stirnholzschleifen aussieht. Das hier ist ein Buchenstirnholzschneidebrett. Kleiner Tipp, macht keine Buchenstirnholzschneidebretter. Das funktioniert nicht. Die arbeiten zu sehr, die reißen alle. Ich habe eine ganze Buchenbohle tatsächlich so hergestellt. Ein bisschen schade, damit kann man nichts schneiden. Wie gesagt, sie reißen wirklich. Aber das hier zeigt mal so ein bisschen die Oberfläche. Das ist 120er Korm im Langband. Wir werden das jetzt einmal mit dem Breitband von 60 bis 150 schleifen. Und dann schauen wir uns die Oberfläche im Vergleich an. Weil ich so viele noch habe, werde ich hier eins als Referenz nehmen. Wie sieht der Schleifbandwechsel aus? Relativ simpel. Wir öffnen die Seitenklappe, lösen die Spannung vom Band, bis wir auf dem Anschlag getroffen sind, ziehen das feine Korn raus und machen jetzt unsere 60er Körnung in die Maschine rein. Was ich jetzt mache, soll man eigentlich natürlich nicht machen, aber ich betätige kurz hinten den Sicherheitsschalter und lasse die Maschine kurz laufen und prüfe, ob das Band richtig läuft. Denn ich habe festgestellt, wenn man es am Anfang zu weit rüber schiebt, dann bekommt es die Seitenschieber nämlich rüber gedrückt und deswegen mache ich das jetzt noch am Anfang, bis ich so ein bisschen mehr Gefühl für die Maschine habe. Das war's auch schon. So sieht die Oberfläche bis jetzt aus. Ihr seht, das sieht gut aus. Das hier ist keine extrem feine Körnung vom Langbandschleifer, deswegen sieht man hier auch noch so ein paar Schleifmuster. Das muss natürlich noch mit dem Extender geschliffen werden, aber ich glaube, wir können es mit dem Breitband ein bisschen feiner hinbekommen. Also probieren wir das jetzt mal aus. 34,3. Also stelle ich jetzt einfach mal direkt 34 ein. So sieht es jetzt nach der Körnung 60 aus. Man sieht hier schön, dass die ganze Schleifrichtung diagonal ist, damit ich das ganze Schleifband ausnutze. Und das haben wir einmal auf beiden Seiten. Ist schön gleichmäßig.
Jetzt gehen wir direkt zur Körnung 120 über. Was man auch dazu sagen kann, ist natürlich, dass wir hier offensichtlich nur ein Schleifband haben. Für die Leute, die es nicht wissen, es gibt bei Breitbandschleifern oftmals zwei Schleifaggregate, die ersparen halt eben dieses Umbauen. Ihr seht, ich habe jetzt mit der gleichen Einstellung alles jeweils zweimal durchgeschoben und die Bleistiftstriche sind weg. Und jeder, der mal sowas geschliffen hat, weiß, das geht nicht so schnell weg. Und dafür ist das Schleifbild jetzt schon gut. Ich werde jetzt mal hier die Seite nochmal markieren und jetzt schleifen wir es ein letztes Mal mit der Körnung 150 und dann schauen wir uns mal den Unterschied an hier zu 120. Ist auch für mich ein kleiner Test. Wir schauen uns einmal die verschiedenen Oberflächen an. Wobei ich hier wirklich betonen will, das hier habe ich vor einem halben Jahr geschliffen. Hier sieht man auch ein paar Ölflecken drauf, also das ist das Schneidebrettöl, was ich nutze, um das zu ölen. Davon darf man sich halt eben nicht irritieren lassen, deswegen sieht das ein bisschen fleckig aus. Das wird auch hier passieren, wenn da ein bisschen Öl drauf kommen wird und ein halbes Jahr stehen wird. Also, wir sehen einen minimalen Unterschied. Aber auch denke ich denke, das ist eher der Unterschied. Also das ist mit 120 mit dem Langband geschliffen und das hier ist mit 120 im Breitband geschliffen. Wir sehen natürlich hier, dass wir die Schleifrichtung entweder in die Richtung haben oder in die Richtung, weil ich am Langbandschleifer immer eine Referenzkante brauche, wo das dagegen gedrückt wird. Dadurch, dass ich das hier diagonal durchführen kann und immer das Ganze ein bisschen drehen kann, verlaufen sich so die Schleifspuren. Deswegen würde ich sagen, dass vom Schleifbild her beide Schneidebretter in etwa gleich gut sind. Was man aber halt eben beachten muss, wo der Unterschied halt eben drin ist, ist zuerst mal die Zeit. Das hier waren jeweils zwei Durchgänge und das Ergebnis ist wirklich schon richtig gut. Und vor allen Dingen die Planheit. Ich habe alle Schneidebretter, die ich mit dem Langband geschliffen habe, immer hier auf meinen Formattisch gelegt und habe das hier kontrolliert, ob sie halt eben plan sind, damit ich an den Kanten nicht zu viel wegschleife. Und das haben wir halt eben hier dann nicht mehr. Wenn das Ganze ordentlich geschabt wurde und unten drunter kein Dreck liegt, dann können wir das durch ein Breitband fahren und das arbeitet im Prinzip wie eine Dicke. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Spiel, aber wie gesagt, das hier hat jetzt einige Zeit lang im Regal gelegen. Es war immer mit dem Langbandschleifer ein bisschen mehr Arbeit zu schauen, dass das Ganze auch wirklich schön plan bleibt. Wir schauen jetzt erstmal noch einmal die 150er Körnung an und ich finde es noch ein bisschen schwer, einen Unterschied zu treffen. Klar, das ist feiner geschliffen, aber ob man es wirklich braucht, entscheidet sich dann halt eben im Prozess, wenn ich das Ganze öfters nutze. Das hier ist die 120er Körnung und das hier ist die 150er Körnung. Muss ich mal ausprobieren, wie es nach dem geölten Zustand dann halt eben aussieht, weil es ja sowieso noch mit dem Exzenter einmal geschliffen wird. Ich kann es nur wiederholen, der riesige Vorteil bei diesem Breitbandschleifer ist halt eben die Schnelligkeit und die Effizienz, was wir halt eben pro Stunde gemacht bekommen, ohne dass wir alles fünfmal kontrollieren müssen. Ich werde jetzt mal eine Seite hier schleifen, dann seht ihr, was ich meine. Ich markiere das einmal noch mit dem Bleistift. Das ist Sippo aus der Hobelmaschine, wir werden es jetzt einmal fix schleifen. Lass das hier im Schnelldurchlauf durchlaufen. Das war es nämlich auch schon. Bis auf den kleinen Zwischenfall hat alles wunderbar funktioniert. Und jetzt haben wir eine Seite vorgeschliffen. Wenn wir es vielleicht wässern wollen, wenn wir es jetzt vielleicht einmal noch mit 180er, mit dem Exzenter, dann ein bisschen Lack drauf, noch ein bisschen feinschleifen, dann ist die Oberfläche auch fertig. Und das hat jetzt echt schnell funktioniert und dabei ist die Staubbelastung, die gibt es nicht. Also das wird alles schön eingesaugt und ihr verschleift auch nicht, dass das Ganze rund wird, weil das hier geht mit dem Langbandschleifer nämlich nicht so gut. Ich kenne auch den Unterschied zwischen Spindel- bzw. Trommelschleifer, weil ich sowas damals mal gebaut habe. Der riesige Vorteil beim Breitbandschleifer ist halt eben, dass wir ein Band haben und nicht eine Trommel und haben somit ein bisschen mehr Schleifpapier auf einer Umdrehung. Das war auch das, was ich damals in dem Video, als ich das Teil selbst gebaut habe, angesprochen habe. Macht die Trommel lieber größer, weil ich habe ja so ein Ding mal gebaut, damit ihr mehr Schleifpapier habt. Wenn ihr so eine 50er Spindel habt, dann verbraucht sich das Schleifband schnell auf, speziell im Stirnholz. Und das hier ist schon jede Menge Schleifpapier. Das kann man einige Male nutzen, bis es halt eben stumpf wird. Das ist eine schöne, kompakte Maschine und die macht die Arbeit sehr schnell und das ist fein. Genauso soll es sein. Gerade so in dem Zeitalter, wo auch viele zu Hause zum Beispiel Stirnholzschneidebretter oder Schneidebretter generell machen und sie keine 300 Quadratmeter große Werkstatt haben und sie das als Hobby machen, dann kann man sich sowas in die Werkstatt stellen
wenn man halt eben öfters sowas dann auch eben braucht. Das soll es hier heute gewesen sein. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Maschine findet. Ich bin wirklich hellauf begeistert. Sie funktioniert einfach. Also ich habe sie hingestellt und bis auf diesen Anschlagmotor, der ab und zu noch ein bisschen Musik macht, gibt's nichts. Also es funktioniert. Wunderbar. Genauso muss es sein. Ich werde euch im separaten Video einmal ein bisschen mehr mit Stirnholz zeigen, aber das dann in einem separaten Video. Ciao.